Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch 4 DIY-Ideen für den Herbst und das Video ist eine Kooperation mit der lieben Pinky vom Kanal XPink Cupcake und ihr Video habe ich euch in der Infobox verlinkt und dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit meinem Video. Für das erste DIY braucht ihr eine Unterlage, eine Heißklebepistole, Marmeladenglasdeckel, Augen, ihr könnt auch Wackelaugen nehmen, was ihr halt da habt, und einen schwarzen Edding. Und dann braucht ihr noch gepresste Blätter, die ihr laminiert habt, damit das stabiler ist. Als erstes kleben wir die Blätter an die Rückseite von unserem Marmeladenglasdeckel, denn das Ganze werden so kleine süße Tiere und die Blätter sind die Ohren davon. So sollte das Ganze dann aussehen und dann klebt ihr natürlich noch die Augen auf. Und jetzt müsst ihr nur noch mit eurem schwarzen Edding oder Filzstift eine Schnauze, sage ich mal, da drauf malen. Das ist auch wirklich ganz einfach. Und das war's auch schon. So sieht das dann am Ende aus. Und ich finde das wirklich super süß. Ihr könnt das natürlich auch ganz individuell gestalten. Für das zweite DIY braucht ihr Paketband und wieder gepresste laminierte Blätter. Außerdem braucht ihr ein altes Buch, was ihr zerschneiden könnt, also wo ihr Blätter ausreißen könnt. Und noch irgendwelche Deko, ihr könnt draußen sammeln gehen oder euch irgendwas kaufen, eine Schere. Und ihr braucht noch irgendeinen Kleber. Als erstes müsst ihr aus dem Buch eine Seite ausreißen, beziehungsweise mehrere Seiten. Und die müsst ihr dann längs in der Mitte falten. Und jetzt schneidet ihr da so Formen rein, zum Beispiel ein Herz oder ein Schmetterling, das waren jetzt die Sachen, die ich genommen habe. Ihr könnt aus den Blättern auch so Rosen machen, dazu nehmt ihr die einfach in der Mitte und faltet die so rum. Ich kann das schlecht beschreiben, ich hoffe, ihr könnt das da ganz gut erkennen, wie ich das mache. Und jetzt müsst ihr euren Faden, den müsst ihr euch ein Stück abschneiden und den müsst ihr dann spannen. Dann könnt ihr die Rosen da dran knoten. Und die Blätter klebt ihr dann mit eurem Flüssigkleber da dran. Und damit die halten und nicht sofort wieder abrutschen, weil ihr das ja gespannt habt und nicht auf dem Boden liegen habt, müsst ihr das noch mit einer Haarnadel so feststecken, ja. Und mit dem Papier, Motiven verfahrt ihr dann genauso. Die anderen Sachen konnte ich jetzt einfach so daran stecken. Wenn das bei euch nicht geht, müsst ihr die auch dran knoten oder so. Und so sah das dann aus. Ich habe das dann einfach aufgehangen. Und ja, das war das zweite DIY, was mir auch sehr gut gefällt. Und ja. Damit die Rosen aufrecht an der Wand sind, habe ich die noch mit Washi-Tape ein bisschen an der Wand festgeklebt. Und ja, für das dritte DIY braucht ihr wieder eine Unterlage, dünnen Draht, dann noch so Flüssigkleber wieder, eine Schere und irgendwelche runden Formen, zum Beispiel Stifte. Und damit das Ganze noch herbstlicher ist, braucht ihr ein gepresstes Blatt, das aber nicht laminiert ist. Und als erstes schneidet ihr von eurem Draht ein 15 bis 20 cm langes Stück ab. Das wickelt ihr dann 5-mal um eure Form, zum Beispiel um einen Stift oder was ihr auch immer da habt. Und dann nehmt ihr es vom Stift runter und den restlichen Draht paddelt ihr dann ein paar Mal um alle Schlaufen, um das Ganze gut zu befestigen. Und dann habt ihr ja eure 5 Schlaufen, die müsst ihr dann auseinanderfrimseln und zu einer Blume formen. Ich habe die Blüten jetzt noch so ein bisschen spitzer gemacht, das müsst ihr aber nicht machen. Und so sah dann meine Blume aus. Jetzt müsst ihr ein bisschen Flüssigkleber auf die Unterlage geben und das Blatt da reindröseln.
Das Ganze rührt ihr dann gut um und dann nehmt ihr mit einem Pinsel oder mit einem harten Gegenstand, irgendeinen Kugelschreiber, wie ich das hier gemacht habe, und macht den Kleber in die Zwischenräume von eurem Draht. Ich hoffe, ihr könnt das da ganz gut erkennen. Und ja, das ist ein bisschen schwer am Anfang, weil der Kleber wieder aufplatzt. Aber irgendwann geht das halt. Und dann legt ihr das zum Beispiel auf eine Tesafilmrolle oder so, damit das trocknet und nicht überall den Boden berührt. Und dann könnt ihr das zum Beispiel zu Haarnadeln verarbeiten, indem ihr es einfach mit Heißkleber auf eine Haarnadel klebt. Oder ihr könnt Ohrringe daraus machen. Das ist euch ganz freigestellt, aber das ist eine super schöne Methode, um Schmuck damit zu machen. Für das vierte und letzte DIY braucht ihr ein altes Uhrwerk, zum Beispiel aus einem kaputten Wecker oder aus einer alten Uhr oder so. Außerdem müsst ihr euch ein Ziffernblatt aus dem Drucker ausdrucken, also aus dem Internet. Und dann klebt ihr euer Ziffernblatt auf eine Pappe, die ca. 2 mm dick ist. Das Ganze schneidet ihr dann natürlich aus. Und dann macht ihr noch ein Loch in die Mitte für das Uhrwerk und die Zeiger. Dann braucht ihr eine Herzschablone und die Schablone legt ihr dann in die Mitte von eurer Uhr und zeichnet die mit einem Stift ab. Und dann braucht ihr noch Nagellack, natürlich herbstliche Farben. Und mit einem Wattestäbchen nehmt ihr die dann so auf und tupft die um euer gesamtes Herz rum. Und ich habe da den Rand jetzt noch Gold angetupft, das habe ich aber verpennt zu filmen. Und ja, dann müsst ihr nur noch das Uhrwerk einbauen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde das wirklich auch super schön. Und das waren auch schon alle DIY-Ideen von mir. Vergesst jetzt nicht bei der lieben Pinky vorbeizuschauen. Wie gesagt, ihr Video ist in der Infobox verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sagt Tschüss.